Hallo liebe Freunde des guten Gameplays, ich bin's, euer Alex Bodes von DGZ, aka Durchgezockt, und es ist wunderbar, dass ihr hier eingeschaltet habt, entweder live auf Twitch oder bei der Wiederholung auf YouTube. Und willkommen hier zu meinem Live-Let's Play. Und bevor ich gleich sage, was passiert ist, gucken wir uns erstmal an, wo wir stehen geblieben sind. Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Ja, hallo liebe Freunde, und hier sind wir. Hier, wir sollen mit dem Baron reden. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Da hat er uns sein Herz ausgeschüttet. Jetzt gucken wir noch mal eben kurz. Ja, jetzt renn doch nicht weg, dann kann ich auch mit dir reden. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Ja, also er hat seine Frau im Suff so geschlagen, dass das Kind ein totgeborenes Kind war. Neben meiner Hexerei bin ich auch noch Hobbypsychologe. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Versuch mal, ihn erst zu verwandeln. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Gib ihn auf. Ob ich das schon gelernt habe. Jetzt sei nicht so. Immerhin hast du ihn tot gemacht. Ja. Barmherzige Götter. Oh. Papa! Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder töten wir das Kind, oder wir versuchen es ja in einen Beschützer des Hauses zu verwandeln. Fehlgeborenen sollen anderen schwangeren Frauen das Blut entziehen und sich so rächen. Und das Kind war nicht getauft, hatte keinen Namen. Jetzt bleib doch mal locker. Scheiße. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Muss ich die Geister? Ja, versuche ich doch hier. Das sind ja gleich zwei. Aua! Ja, Scheiße ist die richtige. Oh, ich habe schon eine Gänsehaut. Verdammt nochmal, Geister. Bleib mal weg hier. Geister! Hui! Einfach drauf. Komm! Habe ich sie besiegt? Habe ich die Geister besiegt? Oh, da ist noch einer. Nein! Fuck! Oh, Scheiße! Ich hasse das! Ihr seht das nicht. Ach, dieses scheiß Steam-Mitteilung. Oh! Ja, ist mir scheißegal. Oh! Ey! Fuck you! Ja, ich will keine Abdeutung. Ich will auch nicht sehen, wer online ist, du scheiß...
Oh, jetzt geht's nicht weg, du. Ich werd nicht mehr. Hallo? Och, nee! Oh, bitte! Fuck you! Ich will... So, übernehmen. So, wie krieg ich das denn jetzt weg hier? Ich will doch nur zum Spiel. Oh, Shift-Tab, schließe das Overlay. Ja. Drücke ich ja die ganze Zeit. Boah, Alter. Geh jetzt eh drauf hier, Sauerei. Komm. Nicht die Pest. Er bewegt sich. Alter Verwalter. Ganz ruhig. Boah, ey. Heftig. Ey, mitten im Kampf geht dieses scheiß Overlay von Steam auf. Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Oh. Fuck, ja, das ist live. Da passiert Scheiße. Jetzt kommen wahrscheinlich die Nächsten, oder was? Mehr. Heilung. Los doch! Ich warte nicht. Aua! Weg! Weg mit dir! Nicht sterben! Boah, wie viel sind das denn? Zeit zu sterben. Ja, aber hier, ohne mich hier vorher. Weg hier! Nein! Fuck! Ja, natürlich. Gott, das ein an so ein Mister Borto. Mann, ist das Spiel geil. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Oh, und da kann man sich so schön aufregen. Das startet. Oh, ich hoffe, es bleibt jetzt deaktiviert. Also, nochmal zum Kind. Wir versuchen es nochmal zu retten. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? So. Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Und zwar sollte man dem Kind einen Namen geben, beziehungsweise taufen oder so ähnlich und ein ordentliches Begräbnis geben. Und dann werden die nicht böse, so wie das Kind, was jetzt um die Ecke kommt. Das genießen wir dann nochmal. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Aber es will doch zu seinem Papa. Schau. Nein. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Knuddel ihn ganz fest und hab ihn ganz doll lieb. Barmherzige Götter. Papa! So. Zurück zur Burg. Was?
Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ja, dann machen wir das doch. Dann verfolgen wir ihn doch. Ich hätte vielleicht meine Waffen vorher aufwerten sollen. Wo geht's denn hier lang? Hier, so. Ah, das kann man schließen. Dann schließe ich das doch. Ich stand doch gerade im Schließen. Jetzt kann ich es nicht mehr schließen. So ein Mist aber auch. So, der erste Geist kam von rechts. Hungrige Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelangt. Unternimm was. Boah, Alter, können die draufhauen. Weg da! Lass dich doch nicht von hinten übertölpen von so einer doofen Geist. Und dir nur ein Schlag und du bist tot. So, und du auch, weil so schön. Versteck dich da nicht. Ah, komm, komm. Und weg. Ach, na, da versteckt die sich hinter der Tür. Aua! Schlampe! Fuck you! Jetzt müssen wir es nicht nochmal gucken. Lass uns schnell hingehen. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Nein, hat er nicht. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Ah, warte mal. Bevor du da runtergehst, guck ich mal, hier oben war noch eine Stelle, wo man die Waffen aufwerten konnte. Ich hoffe, die ist noch aktiv. Folge den Baron. Jetzt ist das Tor hier zu. Lass mich rein! Ach so, ey, Scheiße. Da muss ich jetzt wohl durch. So ein Mist. Siehst du, da stand schließen. Nimm mal mit. Hier ist es. Das ist auch noch was. Wirklich idyll. Hast du denn? Ja. Gut. Das Grab ist offen. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Und da kommt er schon. So, und nimm das Ding auf dem Arm. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Das tut er. Still, sonst macht verdammte Scheiße. Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich... Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Ja, nimm ihn in deine Arme, Papa. Das hatten wir jetzt schon. Zurück zur Burg. Schutzschild, Feuerschaden, Gedankenbeeinflussung. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Da ist ja Brot drin. Nein, ist nicht. Dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal ein bisschen schneller hier hoch. Und hoffen, dass mein Schutzschild funktioniert. Suffkopf, beeil dich, hier kommen gleich ein paar Geister. So, zieh schon mal. Hungrige Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Mein
meiner Mutter. Unternimm was! Komm! Komm! Geh drauf! Das war Nummer 1. Oh, das sind 3 hier. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Warum stolperst du denn da oben auf dem Dach rum, auf dem Ball rum? Oh. Weg. So, komm her. Wo ist er? Weg hier, komm, komm ab. Ah, fuck you. Ja, komm! Komm, du Unmöglich. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Ja, egal, Pest. Keine Ahnung. Wie soll ich ihn denn beruhigen? Puh, ganz ruhig. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbold. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. So, wo kommen die nächsten Geister? Scheiße. Hinten kann man die Waffen aufwerten. Es kommen noch mehr. Heilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen. Na komm schon. Wow, fuck you! Weg da! Oh, weg da, komm, weg. Nein, nein, das ist doch. Doch nicht in. Ah, weg da, komm, 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 weg da, komm. Oh, Scheiße. Weg, 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 komm. Oh, fuck you. Brrr. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Ah, kriegen wir hin. Jetzt mache ich mal zwischendurch noch mal speichern. Ja, hätte ich das mit den Geistern gewusst, hätte ich mir vorher noch mal zum Futtern besorgt. Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind. Ich guck mal, ob ich da überhaupt. Nee, ich hab nix. Was für Tränke habe ich denn hier? Ja, halt. Keine Ahnung, was ich da am besten tun sollte. Siegel. Ich bin ja blutiger Anfänger hier. Hier ist es. Jo, überspringen wir mal das Ganze. Gut. Das ja, Grab. Ja, das Grab ist leer, ist auf Beutezucht. Ja. Suche nach Blut, da kommt es. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann weißt du dir die Kehle. Heb ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Barmherzige Götter. Baba. Küsschen. So. Familie wieder zusammengeführt. Kann's weitergehen. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Was ist denn jetzt los? Hallo?
Habe ich das Spiel zum Abstützen gebracht, oder was? Oh, fuck, ey. Hallo, Spielchen. Och, nee. Ärger mich doch hier. Oh, Task Manager. Task Manager. Ja, es ist heute heiß. The Witcher inaktiv. Das tut mir aber echt leid. Einen Moment. Das allererste Mal eine Warnung, dass mein PC zu heiß wird. Weil wir haben hier gefühlte 35 Grad. Und der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land in Kornito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. So, die Pause ist jetzt zu Ende. Da sind wir doch. Ja. Haben wir dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir ein Fehler? Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Ja. Springen wir alles. Komm, schneller. Das Grab ist der Fehlgeborene. Oh, das. Nimm ihn in die Arme. Was wird? Verdammt. So. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Genau, oh, Scheiße, du hast es erfasst. Ja. Wo ist es denn hier? Da war doch noch was. Ah, nix. Dann gehen wir halt weiter. Komm. Aber wir machen folgendes Spiel. Speichern. Scheiße! Wollte ich doch jetzt gar nicht anwenden. Was jetzt, du Steck? Eindrige Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Beim Grab meiner Mutter. Unternehmen wir es. Komm. Ich will das Blach retten, verdammt nochmal! Hast du ein altes Schwert, das du nicht mehr brauchst? Wirf es nicht weg, lass es von einem Anfänger zerlegen, dann kannst du die Teile davon wiederverwenden. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Das ist jetzt echt doof, dass ich das jedes Mal wieder durchspielen muss. Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Wirklich? Gut. Das Grab. Was hat er? Der Fehler.
Nimm ihn in die Arme. Was? Verdammt. Dann weißt du, wie die Karte. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ja, ich glaube, ich versuch's noch einmal und danach muss ich dann zugeben, dass ich unfähig bin. So, was haben wir denn jetzt? Was habe ich denn jetzt geworfen? So, magische Falle. Das will ich jetzt haben. So, Schutzschild. Ich hoffe, es funktioniert auch gegen Magie. So. Schneller Angriff. Starker Angriff. Hungrige Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Ein Grab meiner Mutter. Nimm was. So, das war der erste. Wo ist der zweite? Ah, oh, echt, ey! Weg hier! Die kommen von hinten, die Säue! Weg! Ich bin gleich tot! Verdammt nochmal, ey! Jetzt hab ich die Schnauze voll. Jetzt wird das Kind einfach umgebracht. Scheiß drauf! Ich kann jetzt keine Tränke machen oder so. Hab keine Sachen dafür. Echt. Oder ich gucke, ob ich ne, keine Ahnung. Kann man diese Mission auch gerade, in der man befindet, abbrechen und sagen, hör mal zu, ich mach's doch später? Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Keine Ahnung. Komm, warum wir bringen jetzt das Blach ein um. Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Pass mal auf, das ist wahrscheinlich noch schwerer als mit diesen doofen 6 Geister da. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Bringen wir das Blach um. Zurück. Tut mir aber leid. Wow. Das ist nicht mein Kind. Das kann nicht sein. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, keine Ahnung. Aua. Oh, fuck you. Da lege ich mich doch lieber mit den Geistern. Okay, das Blach umbringen ist doch nicht so einfach. Scheiße. Da muss ich das mit den Geistern denn kriegen. Ah, fuck. Wenn ich das Intro wenigstens überspringen könnte. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Irgendwas, was mir noch hilft hier auf dem Weg. Ich guck mal an. So, was habe ich denn da? Mein Schwert hier gerade eben. 32, das brauche ich.
81 bis 99, das ist auch das einzige magische Silberschwert, was ich dabei habe. Rüstung. So, ich brauche was. 15. 10, 10, 10. Was habe ich denn hier? Der Schmetterriss ist Aufschlitzresistenz. Das hört sich auf den ersten Blick besser an. Wer ist das? So, Oberkörper. Jeder Millimeter zählt. Oder seid ihr besser? So, Hose. Da habe ich, glaube ich, schon das Beste an. Ah, ja. So. Was ist das denn? Verwestes Fleisch. Nee, das kann ich nicht zu mir nehmen. Habe ich jetzt auch nichts zum Futtern dabei, doch. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen gebündelt. Was bist du denn? Das kann ich auch nicht futtern. Oh, Alkohol ist wird für alchemische Zubereitung. Phosphor. Thermische Roggenschnaps. Was ist, wenn ich das... Nee, kann ich leider gar nicht. So ein Mist! Oh, oh, oh. Meistergeschick erhöht die Angriffskraft. So, und was ist das? Beschleunigt die Regeneration. Toll, da habe ich keinen dabei. Fuck. Wolfsleber. So. Wo ist denn jetzt mein Schinken? Jetzt ist mein Schinken weg. Ey, ich hatte doch Schinken. Ah, fuck you. Hier ist es. Jau, 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 jau. Mal gucken, ob wir es jetzt knappen schaffen. Wirklich genau. Idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Einen? Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehl... Ja! So! Nimm ihn was mit! Sei still, verdammte... Dann beißt er dir die... Kriegen wir es jetzt hin? Es tut mir echt leid. Zurück zur Burg. Was? Aber damit? Ich spiel's ja auch noch blind, du das Game. Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Auch wenn es mir schwerfällt, ein bisschen würde ich ja das sofort in einem Zug durchzocken. Das werde ich vielleicht auch an irgendeinem Wochenende machen und dann daraus ein Live-Let's Play machen. So, einmal komplett durch, 24 Stunden. Und das eventuell separat veröffentlichen. So, ich habe jetzt einen magischen Trank. Auf irgendeinen Slot, der mir jetzt nicht angezeigt wird. Ihre Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Mein Grab meiner Mutter. Ah, fuck you! Ausweichen! Komm, komm! Scheiß Steuerung. Versteck dich nicht in der Ecke hier! Du sollst einfach sterben! Ah, scheiße, ich hänge! So ein Mist aber auch! Komm, geh drauf!
Was ist mit dir? Ah, jetzt versucht sie sich auch noch. Da oben bist du. Komm, komm, komm! Was war das denn? Oh, fuck! Verflucht! Ach, Scheiße! Dieser Fehlgeborene, der geht mir echt auf den Sack. Jetzt muss ich da auch noch drauf achten, dass das Blach beruhigt wird. Echt, Kinder sind schlimm, sind schlimm. Gut, dass ich keine eigenen Kinder habe. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier so, nee, bevor wir loslegen, so, wo ist denn jetzt, muss ich ja wieder meine Rüstung ändern, zack. Ah ja, das war's, ne? Oder warst du das? Nee. Oh. Ich bin Stufe 3, ich bin noch gar nicht bereit dafür. Typisch. Typisch, 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 typisch. So, wo ist denn stehen? Wo bin ich stehen geblieben? Wirklich? Gut. Das Grab ist offen. Was hat das zu bedeuten? So, letzter Der Fehlgeborene Versuch. Ist ja, ja, umbringen kann ich es eh nicht. Nimm ihn in die Arme. Was, wenn... Drei Stück. Verdammte Scheiße. Dann beißt er dir die Kehle. Letzter Geh Versuch und dann versuchen Nimm wir das hier Arme. Irgendwie abzubrechen. Was? Damit? Du und dann muss ich leider zugeben, dass ich absolut auf ganzer Linie versagt habe. So, jetzt sind wir hier. Scheiße! Was ist das denn jetzt schon aktiv? Du hast ihn verärgert! Wieso habe ich ihn verärgert? Weil ich zu weit vorgegangen bin, oder was? So! Ja, toll, Fehlgeborener, der hat doch hier 100%, du. Das kann nicht sein. Ja, da kann ich ja draufhauen, wie ich will. Guck mal, wie wenig Schaden der nimmt. Wie wenig Schaden das Viech nimmt, du. Ich werd nicht mehr. Komm, geh drauf! Ah, geh! Aua! Aua! Guck mal, der schlägt mich einmal und ich kriege hier schon ein Viertel, wenn ich auf ihn schlage. Weg hier. Komm! Oh, ich weiß gar nicht, ob mein Schwert so lange überhaupt durchhält. Das hat ja auch noch eine gewisse Ausdauer. Oh, weg da! Komm. Und scheiß Blach! Auch wenn ich für Familie bin, ab und zu mal. Aber momentan bist du die beste Reklame für die Pille. Verdammt nochmal. Du hast ihn verärgert. Ja, guck dir das mal an. Der hat schon den Arsch offen. Komm. Aua. Scheiße. Du sollst... Oh, fuck. Jetzt ist es sauer. Ja. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Okay. Ja, ich weiß, es würde ich auch nicht zugeben, dass das mein Kind sei. Dann erbe es doch.
Aua, fuck, ey. Ja, ich bin auch verärgert. Letzten Spielstand laden. Dein Kind retten wir ein andermal, aber nicht heute. Ich glaube, ich hab... Ja, ich bin eh ein Hexer Stufe 3. Empfohlen wird Stufe 6, also... Toll, dass ich unter Wasser meine Armbrust einsetzen kann. Freut mich. Wollte schon immer mal wissen. Ich gucke jetzt nochmal. Nein, im Inventar. Oh, tut mir das echt leid, dass das nicht geklappt hat. Boah, fuck, ey. Es ist aber heute auch ziemlich heiß. Quest. So. Ja, scheiße. Ich hänge da irgendwie fest. Familien. So, Leertaste Weltkarte, Navigation. Ich geh einfach dahin. Nö, klappt nicht. Inventar. Chris Fußstapfen. So, Leertaste. Empfohlene Stufe. Ja, geh da mal hin. Kann man da irgendwie hin per Schnellreise? Oh, nee, ne? Quest. Ja, ich geh da mal, ne? Tschüss. Lass dich in Ruhe. Das klappt wohl nicht. Fuck. Jemand zu Hause? Oh, ich hänge hier fest. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Wirklich? Hast du den... Gut. Das Grab ist offen. Was hat das... Der Fehlgeborene ist auf... Ah! Fuck, Entschuldigung. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ja, das tut er. Dann weißt du. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, scheiße. Keine Ahnung. Komm, dann gehen wir ganz gemütlich nach oben. Ah, echt, ey. Schwert habe ich schon gezogen. Hungrige Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelegt. So, konzentrier dich, Alex. Du musst das doch irgendwie hinkriegen. So, das war Nummer 1. Ah, scheiße. So, ich muss das Kind beruhigen. Ja. So, warte mal. Scheiße. Falsche Taste. Oh. Aua! Fuck you!
Ich habe auch das Gefühl, es sind jedes Mal mehr. Ach, fuck! Ah, das frustet natürlich ganz schön. An dieser Stelle. Auch, dass ich das nicht irgendwie abbrechen kann. Aber es gibt ja The Witcher. Ich guck mal, was im Chat geschrieben wird. Chat anzeigen, warum zeigst du mir den Chat nicht an? Typisch. Toll, bringt ja nichts, wenn er nicht angezeigt wurde. Ha! Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich hänge. Warum hänge ich denn jetzt schon wieder? So, einfach nur gehen. So, ich hätte im Tutorial Habt besser aufpassen sollen. Einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Magische Falle. Hier ist es. Jo, 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 jo. Wirklich? Gut. Das Grab. Was? Der. Nimm ihn in die Arme. Was, wenn er kreischt? Verdammt, dann weiß er dich. Zurück zur Burg. Was? So, wir gehen weiter. Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. So. Dann geht's weiter. Wo seid ihr? Nicht, dass du wieder verärgert bist. Magische Falle. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Mein Gott, meine Mutter! Gott, nimm was! Versuche hier! Was ist das denn jetzt? Fortfahren! Dass sie gleich auch zu zweit hier immer von hinten einer kommt, ne? Oh, fuck you! Nee, es macht keinen Spaß. Das ist jetzt zu heiß und ich bin ja auch schon wieder fast eine Stunde am Zocken. Das tut mir echt leid. Ich muss jetzt hier eine Pause machen. Ich hoffe, die Fels haben euch gefallen. Wenn nicht, schaut hier dieses Mal rein. Zum Hauptmenü. Ich guck mal. Ja, halt die Fresse. Sorry. Ich guck mal, ob ich da ein Spiel... So, Kontrollpunkt. Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land... Ich guck mal, ob das klappt. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Für Temerien! Ja, das ist doch hier. Wir sind vor dir geflohen, nicht? Ja, warum boxst du denn nicht? Ey, ich starte und der boxt nicht. Ich drück alle Knöpfe und der will einfach nicht. Echt, ey. Warum?
hat nicht reagiert. Ja, ist ja gut. Lad nicht so lange. Ich werde langsam ungeduldig. Okay, ist auch meine eigene Ja, super! Fuck you! Nee, hat keinen Sinn mehr. Ich bin jetzt auch gerade angepisst. Ich bin gerade wunderbar angepisst und dann lasse ich es lieber. Gleich folgt hier auf den Kanal Ark. Das ist einfacher. Da frustrieren mich nur die Dinos. Und nicht das Game, weil ich zu doof bin und mir ein Level, eine Mission gesucht habe, dessen Level ich noch gar nicht erreicht habe. Mal wieder typisch. Größenwahn lässt grüßen. Und wie immer am Ende meiner Videos kann ich nur sagen, ich bin der Alex Botes von DGZ. Ich bin immer für euch da. Und schaut mal wieder ein, wenn es heißt... Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.